Mir ist vor einiger Zeit in Helsingør eine Geschichte passiert, die mich immer noch beschäftigte. Ich kam mit meinem alten VW-Variant in meiner Büro, meiner Galerie an und fing an, das Auto auszuladen. Und da stand ein junger Mann in der Nähe und sagte, Ihr Wagen klingt aber sehr merkwürdig, Ihr Motor. Und wie man dann so schlicht antwortet, verstehen Sie was denn davon? Dann sagt er, ja, ich warte hier auf jemanden, ich habe Zeit. Wenn Sie wollen, repariere ich Ihnen das Auto. Und in Windeseile hatte der Mann den Motor auf die kleine Treppe, die zu meinem Büro führt, auseinandergenommen und alle Einzelteile hingelegt. Und ich war im Zweifel, ob das ein Verrückter jetzt ist oder wirklich ein Kenner, der mir tatsächlich helfen wollte, oder ein Spinner, der mich nur ärgern wollte. Und kriegte immer größere Zweifel im Laufe der Zeit. Und all die Zweifel wuchsen und wuchsen. Und er hat auf alles eine Antwort. Ich fragte ihn, was machen Sie sonst normalerweise? Er sagte, ich bin im Augenblick Krankenwagenfahrer vom Roten Kreuz in Sinsheim. Und er hatte mir auch ein Buch gegeben, was ich auf meinen Schreibtisch gelegt hatte, so als eine Art Sicherheit für das, was da nachher kommen sollte. Und er wiegte mich ständig in Sicherheit, obwohl ich immer wusste, da läuft was schief. Da stimmt das alles nicht, was hier passiert. Und irgendwann, es wurde dunkel inzwischen, waren, glaube ich, so nach 2 Stunden vergangen. Dann fing er an, das Auto wieder zusammenzubauen. Und ich dachte, warum bist du eigentlich so ein misstrauischer Mensch, so zweifelnd? Dann ganz zum Schluss sagte er noch, in diesem Krankenwagenbuch, da gibt es eine Karte, die ist genauso stark, so dick wie eine Postkarte der Bundespost. Und ich möchte noch jetzt die Zündung einstellen. Und ich wusste, dass man diese Karte dazwischen legte. Das war genau der Abstand, den man brauchte. Und ich gab ihm die Karte und habe dabei natürlich das Buch ein bisschen geguckt. Und da hatte er ausgefüllt, Krankentransporte vom Tage mit seinem Namen. Hieß Manfred. Und ich war immer wieder trotzdem in Zweifel. Und dann erzählten wir von Bingen, ich habe mein Studentenheim gewohnt, da kannte er Leute, die ich auch mit Namen kannte. Er habe denen auch die Autos repariert. Und von Stufe zu Stufe wurde ich misstrauischer und trotzdem wiegte er mich immer in größere Sicherheit. Dann dachte ich, also irgendwas stimmt trotzdem nicht. Er baute das Auto zusammen und dann sagte er plötzlich, gut, jetzt möchte ich noch die Rücklichter prüfen und alles. Und natürlich stand ich dann dahinter, hatte den Schlüssel und sagte dann plötzlich, so, jetzt mache ich noch eine kleine Rundfahrt, ob das Auto wirklich läuft. Na, ich dachte, er fährt ums Karree und ich wusste in dem Augenblick, ich glaube, er kommt nie wieder. Dann fuhr er ums Karree, dann dachte ich, na gut, er fährt zur Autobahn, will sicher prüfen, wie das Auto schnell fährt, gut fährt. Dann waren 1 Stunde vergangen, dann ging ich in eine Kneipe. Ich sagte meinen Freunden, sag mal, da ist einer mit meinem Auto los, alle sagten, spinnst. Dann guckte ich aber mal in das Buch und dachte, du hast ja das Buch von der Roten Kreuz Sinsheim, habe da angerufen. Und dann sagten sie, wir kennen hier keinen Manfred. Ich sage, ich habe sein Begleitbuch. Er sagte, wie kommen Sie denn zu dem Buch? Dann sagte einer, Moment mal, uns ist vor 3 Tagen unser Krankenwagen gestohlen worden. Der ist heute wieder gefunden worden auf dem Parkplatz des Schlosses. Und es fehlte das Buch. Und ich sagte, na gut, dann ist Manfred jetzt mit meinem Auto unterwegs. Ich hatte noch eine Möglichkeit überprüfen, wer er wirklich war. Und gegen Haus gegenüber war ein alter Mann, der immer aus dem Fenster guckte. Und er hatte nämlich erzählt, er hätte da in dem Haus mal gewohnt. Ich fragte ihn dann am nächsten Tag, sagen Sie mal, der Mann, der mir das Auto da repariert hat, kennen Sie den? Da sagte er, ja, ja, das ist Manfred. Wissen Sie, wo der wohnt? Dann sagte er, der hat hier gewohnt, aber er hat einen Onkel. Ich rief den Onkel an und sage, sagen Sie mal, kennen Sie Manfred? Ja, das ist mein Neffe. Und was ist mit Manfred? Dann sagte er, ja, der ist mit meinem Auto gestern los, nicht wiedergekommen. Dann sagte er, auch machen Sie sich keine Gedanken. Manfred ist jemand, der ein Auto nah ist. Er wird nie einen Führerschein bekommen, weil er ständig solche Sachen macht, aber er wird einfach den Tank leer fahren, wird es übermorgen irgendwo stehen lassen und dann haben sie Auto wieder. Es ging 2 Tage, 3 Tage, 4 Tage, 5 Tage. Das Auto kam nicht wieder und eines Tages rief dann doch die Polizei an und sagte, wir haben ihr Auto wieder.
Verwundern Sie sich nicht, es ist eine Beule drin. Der Beifahrersitz fehlt, dafür haben Sie aber 4 Ersatzkanister und 5 Warndreiecke. Das Wichtigste war aber gewesen, ich hatte eine Rolle mit Grafiken drin, die ich von Dieter Roth kurz vorher erworben hatte. Und mein erster Blick galt dieser Rolle. Die war natürlich nicht mehr im Auto, ich hatte sie irgendwo rausgeworfen. Und das war der eigentliche Verlust. Das Auto, das konnte man verschmerzen, ich hatte fast gehofft, es kommt nicht wieder.